Servus liebe Landtechnik-Fans und herzlich willkommen bei AgroPictures. Ich bin heute im zweiten Grünlandschnitt in Oberösterreich unterwegs und ich darf einen neuen Ladewagen ausprobieren. Nicht irgendeinen Ladewagen, sondern den Jumbo, das Topmodell von Pöttinger, dem größten Ladewagenhersteller der Welt. Da liegt die Messlatte ziemlich hoch und ich bin gespannt, was die Pöttinger Jungs da auf die Beine gestellt haben. Ich würde sagen, wir starten gleich in den praktischen Einsatz. Viel Spaß mit unserem Technikcheck. Es war das Jahr 1999, als Pöttinger mit seinem Jumbo-Ladewagen dem Häcksler den Kampf ansagte. Heute, mehr als 20 Jahre später, steht mit dem Jumbo 7000 die dritte Generation am Start. Alle Baugruppen wurden von Grund auf neu entwickelt, um die Maschine auf maximale Leistung und beste Futterqualität zu trimmen. Die Baureihe besteht aus drei Grundgrößen und sechs Typen mit einem Ladevolumen von 38 bis 54 Kubikmetern nach DIN. Wir waren mit dem mittleren Modell unterwegs, dem Jumbo 7450 DB mit 45 Kubikmeter großem Aufbau. Das Tandemfahrwerk ist für ein zulässiges Gesamtgewicht von 24 Tonnen ausgelegt. Pöttinger gibt den neuen Jumbo für Traktoren bis 500 PS frei. Zu diesem Zweck wurde der Antriebsstrang komplett neu gestaltet. Über ein Powerband werden bis zu 3000 Newtonmeter von der Zapfwelle auf das seitliche Rotorgetriebe übertragen. Der Riemen soll Lastspitzen abpuffern und wird für einen sanften Anlauf hydraulisch gespannt. Die Nockenschaltkupplung sitzt jetzt direkt am seitlichen Planetengetriebe und nicht mehr in der Gelenkwelle. Das gewährleistet ein gleichbleibendes Abschaltdrehmoment. Das Konzept scheint aufzugehen. Unser John Deere 7R mit 385 PS und 9 Litern Hubraum brachte den Jumbo jedenfalls nicht ins Schwitzen. Die dämpfende Wirkung des Riemens lernt man schnell zu schätzen, besonders bei zügiger Fahrweise und ungleichmäßigen Schwaden. Das wirkt sich unmittelbar auf die Ladeleistung aus. Das Schluckvermögen ist wirklich beeindruckend. Das aktuelle Drehmoment im Antriebsstrang und damit die Auslastung wird am Terminal angezeigt. So kann der Fahrer das Leistungspotenzial noch besser ausnutzen. Herzstück des neuen Jumbo ist ein Rotor mit 850 mm Durchmesser. 50 mm mehr als beim Vorgänger. Die spiralförmig angeordneten Zinken ziehen das Futter durch das Schneidwerk und fördern es in den Laderaum. Das Schwad wird von einer 2,30 Meter breiten gesteuerten Pickup mit 7 Zinkenreihen aufgenommen. Neu ist der hydraulische Antrieb, der die Drehzahl automatisch der aktuellen Fahrgeschwindigkeit anpasst, von 75 bis 125 Umdrehungen pro Minute. Die Zinken arbeiten immer nur so schnell wie unbedingt notwendig. Damit will Pöttinger den Schmutzeintrag und den Verschleiß senken. Die Pickup ist mittig über einen Tragrahmen aufgehängt und wird hydraulisch entlastet. Der große Pendelweg erlaubt eine sehr gute Bodenanpassung, auch bei schneller Fahrt. Die Höhenführung übernehmen seitliche Tasträder, die sich auf Wunsch hydraulisch klappen lassen. Unser Testwagen war mit optionalen Zusatztastrollen an der Rückseite ausgestattet. Sie laufen außerhalb der Traktorspur und können dort den Boden noch exakter abtasten. Während des Ladevorgangs justiert die Knickdeichsel alle 10 Sekunden ihre Position nach und sorgt so für eine gleichbleibende Durchgangsöffnung zwischen Pickup und Rotor. Die 48 Messer sind einzeln gegen Fremdkörper gesichert und erlauben eine theoretische Schnittlänge von 34 mm. Am seitlichen Bedienfeld lässt sich das Schneidwerk absenken und mit nur einem Hebel unter dem Wagen herausschwenken, um die Messer komfortabel zu wechseln. Auf Wunsch sind jetzt auch beidseitig nutzbare Twin-Blade-Wendemesser an Bord. Das vollautomatische Schleifsystem AutoCut wird gerade noch überarbeitet. Es wird zur Hauptserie verfügbar sein und soll mit einem neuen elektrisch-hydraulischen Antrieb jetzt noch schneller arbeiten. Über eine Leiter an der linken Fahrzeugseite gelangt man in den Aufbau.
Für einen gleichmäßigen Übergang in den Laderaum ist der Kratzboden vorne abgesenkt. Den Boden fertigt Pöttinger jetzt aus verschleißfesten Stahlblechen. Die Kratzbodenleisten sind doppelt verschraubt und werden von 4 Flachgliederketten mit je 13 Tonnen Bruchlast gezogen. Die Konstruktion ist so robust, dass Pöttinger den Wagen jetzt uneingeschränkt für den Transport von Hackschnitzeln freigibt. Auffälligstes Merkmal des neuen Jumbo ist, neben dem neuen Design, die bewegliche Frontwand. Sie ist mittlerweile bei vielen Herstellern von Großraumladewagen zum Standard geworden. Augenscheinlichster Vorteil ist die kürzere Bauweise bei gleichem Ladevolumen. Doch Pöttinger geht noch einen Schritt weiter. Die intelligente Ansteuerung der hydraulischen Wand ermöglicht verschiedene Beladestrategien, die der Fahrer am Terminal auswählen kann. Von locker und leicht beladen bis zu extrem hoch verdichtet. Zu Beginn des Ladevorgangs steht die Wand senkrecht in der mittleren Position. Sie erkennt über Kraftmessbolzen den Fülldruck und schiebt das Futter zusammen mit dem Kratzboden nach hinten. Dadurch bleibt der Futterstock extrem kompakt. Abhängig vom TS-Gehalt sollen Verdichtungswerte von bis zu 400 kg pro Kubikmeter möglich sein. Die gelbe Futterverdichtungsklappe beeinflusst die Pressung und die Förderhöhe. Sie lässt sich individuell am Terminal einstellen. Sobald der Laderaum voll ist, schwenkt die Frontwand in 3 Stufen nach vorne, um auch den Bereich über der Deichsel optimal unter Druck zu füllen. Wie gut die Ladeautomatik funktioniert, zeigen unsere Aufnahmen aus der Vogelperspektive. Ohne Eingreifen des Fahrers wird der Wagen bis in den letzten Winkel gefüllt. Der neue Jumbo ist als Kombiladewagen konzipiert, das heißt, er eignet sich auch für den Einsatz in der Häckselkette. Dafür gibt es einen eigenen Modus, in dem die Frontwand ganz nach vorne geschwenkt und die gelbe Klappe abgesenkt wird. Das erleichtert das Einstechen und gewährleistet eine bessere Sicht in den Laderaum. Für mehr Zuladung kann man die Pickup ausbauen. Den Zeitaufwand beziffert Pöttinger mit rund 15 Minuten. Wir wechseln zum Silo. Auch hier macht der Jumbo eine gute Figur. Die kräftige Knickdeichsel mit 2 Zylindern verschafft dem Wagen genug Bodenfreiheit zum Überfahren von Kanten. Unser Testwagen war mit 3 Dosierwalzen ausgestattet, die über den Riemenantrieb sanft unter Last anlaufen können. Mit ihrem neu gestalteten V-Drall-Profil greifen sie gleichmäßig in das Erntegut ein und lösen das hochverdichtete Material zuverlässig auf. Auch zum Entladen gibt es eine Automatikfunktion. 2 kräftige Hydraulikmotoren setzen den Kratzboden in Bewegung, der das Futter nach hinten schiebt. Die hydraulische Frontwand hilft auch beim Abladen mit und drückt den Futterstock aktiv nach hinten. Eine patentierte Boost-Funktion beschleunigt den Kratzboden auf bis zu 35 Meter pro Minute und sorgt so für rekordverdächtige Entladeleistungen. In einer Minute ist der Wagen leer. Was uns sonst noch aufgefallen ist, der Hydraulikblock ist aufgeräumt und gut zugänglich an der linken Fahrzeugseite untergebracht. Unser Jumbo war mit einer elektrohydraulischen Zwangslenkung ausgestattet. Das hydropneumatische Tandemfahrwerk beschert dem Wagen eine gute Standsicherheit im hügeligen Gelände. Auf Wunsch gibt es den 45 Kubikmeter Jumbo auch mit Tridem-Fahrwerk für ein zulässiges Gesamtgewicht von 31 Tonnen. Die Liste an möglichen Zusatzausstattungen ist lang und reicht von einem Kamerasystem über eine Wiegeeinrichtung und verschiedene Beleuchtungspakete in LED-Technik bis hin zu einer neu entwickelten Laderaumabdeckung. Die ersten Vorserienmaschinen sind bereits in der Praxis unterwegs. Mit der Serienfertigung beginnt Pöttinger Anfang des nächsten Jahres. Ja, liebe Zuschauer, ihr habt's gesehen. Mit diesem Flaggschiff braucht sich Pöttinger wirklich nicht verstecken. Da haben die Ingenieure einen verdammt guten Job gemacht. Unseren Agropictures-Aufkleber hat sich der neue Jumbo auf jeden Fall verdient. Jetzt seid ihr an der Reihe. Wie gefällt euch der neue Jumbo?
Und habt ihr noch irgendwelche Wünsche oder Fragen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch unser Technik-Check gefallen hat. An dieser Stelle möchte ich mich noch ganz herzlich bei der Firma Pöttinger bedanken für die Möglichkeit, diese tolle Maschine vorab im Feldeinsatz auszuprobieren. Bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bleibt's gesund, Servus und bis zum nächsten Mal.